Langweilig, langweilig. Ah, ein paar Monde. Oh. Kommen jetzt alle auf eine Ebene runter, weil die sich anziehen. Bam. Schlagen durch. Und jetzt fliegt alles auch aufeinander zu. Ach, der normale Mond ist da auch noch rumfliegen. Und die Erde hat wie viel? 1,3 momentan. Der ist rausgekickt. Ist er nicht? Ich glaube, er ist rausgekickt. Ja, ist rausgekickt. Wo raus? Aus dem Sonnensystem? Ja, aus dem Orbit. Zwei Sonnen. Lass mich raten. Tidal Lock? Oh, kein Position Lock. Drei Körperproblem gelöst, oder was? Wobei, das drei Körperproblem kannst du, gilt ja nur für drei gleich schwere Objekte. Ach, wunderschön. Ich hoffe mal, du machst so eine Musik drunter, weil sonst wäre das ja schon ziemlich Nein. lang. Es ist Musik am Laufen im Hintergrund sowieso. Ach so. Hui, Ja, ein go. perfekter Kreis. So, Hui Nummer 2. Hui Nummer 3 ist bei 2,19. Alter. Oh. Fünf Planeten teilen sich einen Orbit. Nicht schlecht. Ich habe immer gedacht, das würde nicht ganz funktionieren. Sie würden sich zu stark anziehen. Aber nun gut. Funktioniert sogar. Was haben wir denn sonst noch für Sachen? Earth und 6 Monde. Wetten, die haben die ausgeschaltet. Ja, keine Kollision. Was ein Wunder. Und die werden immer wieder zur selben Ebene zurückgezogen. Nee, offensichtlich werden sie manchmal höher gekickt. Jetzt ist es kaputt. Weg. Sieht aus wie ein Atom. Du kannst viele Kreise hier drumherum gezeichnet. Haben wir da Dingens? Ist das Erde? Ach nee, das ist der Mond. Ich dachte, die wollen hier den. Wie heißt der das Ding? Irgendwas mit M. Malikow-Effekt? Oder Gesetz? Oder Periode? Ich weiß es nicht, wie es heißt. Periode. Oh Gott, Alter, ich krieg dich gleich hier aus dem Video raus. Ach, geil, Alter. Comedy! Yeah! Ah, was will man sonst? Ich lasse jetzt mal den hier sich denkbaren Witz weg für Gunnar. Was? Soll ich einen Witz bringen? Nein, nein. Okay. Human-sized things. Bowling ball. Baseball. Lame, lame, lame. Was ist das denn? Monolith. Wow. Spiegel oder was? Aha. Ja, ne, was Sandbox. Oh, die Macher. Phantom Zone.
Wow. nö. Nö. Scale Tour. Ah, das wäre auch mal interessant. Machen wir es mal simpel. Also, was haben wir da? Ja, das ist die Größe von Saturn. Wir setzen da mal am besten im Vergleich die Erde hin. Oh, da ist sie ja. War gerade sehr warm am Brennen. Mond. Oh Gott, das ist ja hell. Okay, so, da haben wir den Mond, haben wir Mars, dann haben wir die Erde. So. Bisschen mal für den Größenvergleich. Fuck, ist das warm. So, oh, Größenvergleich, so, dann haben wir da hier Saturn. Langweilig, Jupiter, langweilig, riesig, Proxima Centauri, langweilig. Und dann haben wir hier die Sonne. Masse, klar, eine Sonne. Sirius, zwei Sonnen. Volumenmäßig, doppelt so groß, bisschen mehr. Wobei Radius ist doppelt so groß. Ah, wie war das so schön? Viermal? Ja. Müsste, glaube ich, sein Volumen viermal vergrößert. Arcturus, riesig, riesig. 53. Nochmal riesiger. Vorbsin und Canis Majoris. Ja. Ah, scheiße, riesig. Und er ist nur 17 Sonnen. Überlegt mal. Das kleine Futzelchen hier. Von der Masse her ist 17 Mal. Da ist er. Der Unterschied auch zwischen den beiden sind sehr viele Sonnen. Also ihr seht, je größer eine Sonne wird, desto weniger dicht ist sie. Was ein Wunder. Nur halt eben extrem, extrem weniger dicht. Ja, was haben wir denn hier für eine Density? 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Also 1,37. Wie viel haben wir hier hinten? komm. Zeig's mal 1 Gramm an. Nichts. Effektiv nicht. So, aber Milligramm, Mikrogramm, 83 Nanogramm. Autsch. Das ist nicht gerade dicht. So, egal. Nächste Sache. Was haben wir denn sonst noch? Nö. Lame. Lame. Lame, lame. Lame, lame. Ach komm, hier gibt es doch irgendwas Schönes noch. Ach ja, wäre nett übrigens, wenn ihr Ideen habt, was ich machen könnte, vielleicht mal. Und das dann ins Video schreibt. Oder ins nicht Video. Ja, genau, ins Video. Nein, unter das Video. Damit ich was zu tun habe. Ich weiß nämlich sonst also, auch nicht, was ich machen kann. Die nicht vorhin in den Kommentaren lesen. Ja, genau. So, aber eine Sache habe ich, die ich machen will. Dafür brauche ich Jupiter. Den möchte ich gerne stillstehend haben. Hallo Jupiter. Jupiter, ich gebe dir eine vorgefertigte Sache. Und zwar, du darfst dich nicht bewegen. Und jetzt gebe ich dir in einem Orbit darum herum. Als allererstes die Erde. Relativ großen Orbit, so. So, und das wird auch funktionieren. Beispiel. Bewegt sich hier nicht schneller. Oh, die Erde. Oh, es schafft einmal drumherum. Was ein Wunder. So. Jetzt gehen wir zur Erde. Und geben der einen Mond. Dieser Mond nennt sich Merkur. Und zwar in einer solchen Entfernung. Und um Merkur packen wir unseren Mond. Und um diesen Mond packen wir einen
noch kleineren Mond. Und ich glaube... Ne, das ist nicht gut. 2 Monde. Enceladus. Ja doch, Enceladus. In ja, dieser Entfernung. Und um Enceladus packe ich dann Phobe. Phobos. So. Jetzt machen wir es ganz langsam. Minutenweise. Ein. Okay. Das funktioniert nicht. Phobos kann nicht um Enceladus herum. Und das hier hat sich auch schon selbstständig gemacht. Sehr schön. Delete, delete, delete und delete. Komm, ich werde doch wohl um dich hin wenigstens noch was kriegen. So, add body. Mercury. In dieser Entfernung. Jawohl. Mond erzeugt. Alter. Und um so, den plus Mond... Plus 5 vorbei. Licht sehe ich bei 1.0. Boah, es hat nicht mehr funktioniert. Okay, mach was anderes. Mach mal dann nur einen normalen Mond. Oh. Okay. Klappt nicht. Sobald er in den inneren Rand kommt, wird er zu stark hiervon abgezogen. Darf nicht in die Langard-Punkte kommen. Oder darüber hinaus. Siehst du? Dann habe ich es nämlich. Okay, weiß, was ich machen muss. Duck. Also ich habe mal ein bisschen Spaß, deswegen wird die Folge etwas länger. Und etwas, mit etwas meine ich sehr viel länger. Darum packe ich die Erde in einem großen Radius. Darum packe ich. Den Mond. Stabil. Jetzt brauche ich um den Mond noch was rum. Ich brauche dort dich, Phobos. Gut. Und nicht das, den Phobos hier, sondern den anderen. Und Phobos bleibt drum. Yes. Oh, Phobos. Jetzt brauche ich etwas, was ich um dich herum packe. Menschengemachte Objekte. Oh, User-Objekte. Ist das nicht dasselbe wie Objects? Ach, meine Güte. Also, Gunnar. Bowlingkugel? Soccerball? Oder möchtest du irgendwas anderes da drum haben? Bowlingkugel hört sich gut an. Okay, ne, Bowlingkugel.
So, ich brauche Minuten. 10 Minuten als Geschwindigkeit. Ich glaube, ich habe einen relativ stabilen... Ja, doch! Ich habe es geschafft, Gunnar. Ich habe Jupiter. Darum habe ich die Erde kreisend. Um die Erde habe ich den Mond kreisend. Um den Mond habe ich Phobos kreisend. Und um Phobos habe ich eine Bowlingkugel kreisend. Nein, Gunnar, um die Bowlingkugel kriege ich keinen mehr rum. Das, was ich machen könnte, ist vielleicht Jupiter... Die Bowlingkugel ist aber Originalgröße. Ja. Ich kann komplett reinzoomen. Jupiter könnte ich noch um die Sonne kreisen lassen und die Sonne könnte ich noch um ein heftig schweres schwarzes Loch kreisen können. Aber das lasse ich jetzt mal lieber, denn die Aufnahme sollte mal langsam beendet werden. Wir sind nämlich jetzt sonst gleich bei 40 Minuten. Oder 35. Ich weiß es nicht. Vielleicht cutte ich auch einfach zwischendurch. Also wahrscheinlich nicht. Falls ich es getan habe, herzlich willkommen zur neuen Folge und tschüss. Falls ich es nicht getan habe, tschüss und mein Beileid dazu, dass es eine so lange Folge wurde. Ich bin einfach faul. Und Gunnar wird mir beim nächsten Mal irgendwelche Sachen sagen, die ich machen kann. So, also, tschüssi. Möchtest du auch nicht tschüss sagen, Gunnar? Nö. Bye.